Im Familienberatungszentrum des Hilfswerks in Baden werden die Kinder in Kleingruppen betreut. Zwei Pädagoginnen kümmern sich um maximal 10 Kleinkinder und auch deren Eltern. Ich war mit meiner Tochter schon in der Gruppe, als ich schwanger war, habe ich mir die Gruppe mal angeschaut, weil ich wusste schon im Vorhinein, dass ich ein Down-Syndrom-Kind kriegen werde und ich wollte mir das einfach mal anschauen. Sie genießt die anderen Kinder. Sie freut sich sehr, wenn sie hierher kommt und sie singt auch gern, also auch zu Hause singen und tanzen und trommeln, musizieren, das gefällt ihr alles sehr, sehr gut. Die Spendengelder von Licht ins Dunkel finanzieren teilweise den Einsatz von zwei Pädagoginnen, die sich den Kleinen voll und ganz widmen können. Also für diese Spenden sind wir wirklich ganz, ganz dankbar und auch froh, denn diese Spenden ermöglichen uns einerseits, dass wir diese Gruppe auch wirklich immer am Laufen halten können. Das heißt, das Personal, die Kosten werden abgedeckt und wir können einen wirklich moderaten Preis für die Familien anbieten. Vor allem aber können wir uns tolles, pädagogisch wertvolles Material anschaffen. Sie haben ja in der Gruppe einiges gesehen. Auch hinter mir sehen Sie wichtige Dinge, die die Entwicklung der Kinder begleiten und fördern. Und das wäre ohne die Spenden von Licht ins Dunkel einfach nicht möglich. 6.000 Euro Spendengelder wurden allein für den Ankauf von Spielzeug und zur Anschaffung einer speziellen Elternbibliothek verwendet. Eltern, die im Alltag mit ihren Sorgen oft allein dastehen, finden ein offenes Ohr für ihre Probleme und den Austausch mit den anderen Müttern, so auch Tipps und Hinweise, wie man die Kinder besonders auch fördern kann und unterstützen kann. Und einfach auch Erfahrungen der anderen, das ist schon sehr angenehm und tut sehr gut, sich auszutauschen.